ein winterlicher Dezemberstart in weiten Teilen Deutschlands. Teilweise liegt ja auch zumindest ein bisschen Schnee, wie hier in Eisenach. So ein paar Flocken waren auch am Freitagvormittag noch dabei. Und jede Menge Schnee liegt natürlich auf der Zugspitze. Dort am Freitagmorgen 1,80 Meter und ein wunderbares Bergpanorama von hier aus. Die Sonne werden wir übrigens am Samstag doch an einigen Regionen zu sehen bekommen. Es liegt an einem Keil dieses Hochs, der sich hier mal Richtung Deutschland schiebt. Kräftiges Tief über dem Mittelmeerraum und dann kommen Tiefs von der Nordsee her, die dann wieder ein bisschen mildere Nordseeluft Richtung Deutschland lenken. Das so am Sonntag und am Montag. Aber der Samstag, der ist in weiten Teilen Deutschlands ein trockener Tag. Und auch in der Nacht lassen da schon diese leichten Schneefälle immer mehr nach. Es gibt nur noch wenige Flocken. Teilweise klart der Himmel auf und da, wo der Himmel über Schnee mal längere Zeit klar ist, da gehen die Temperaturen bis minus 10 Grad runter. Sonst sind es meist so zwischen 0 und minus 5 Grad am Samstagmorgen. Wir haben natürlich dann verbreitet wieder die Frostgefahr bzw. auch die Glättegefahr durch Schnee und überfrierende Nässe. Der Samstag dann teilweise schon sonnig in den Alpen, auch im Schwarzwald. Und sonst setzt sich die Sonne von Osten her in Süddeutschland immer besser durch. Es bleiben aber einige Regionen, die neblig trüb sind, also Donau, Oberschwaben, Bodensee. Da kann es lange Zeit trübe bleiben. Und auch nach Norden zu ist es dann doch eher stark bewölkt oder neblig trüb. Im Nordosten Chancen auf Sonne. Dann zieht es eben von der Nordsee herein. Und dann gibt es auch schon in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag den Regen bzw. den Schneefall, der sich langsam nach Süden ausbreitet. Also hier ziemlich ungemütliches Wetter. Davor die Sonne und dahinter an der Nordsee kommt die Sonne auch wieder raus. Dann schon bei bis zu 8 Grad. Das heißt in Norddeutschland relativ unproblematisch. Da ist es dann durchweg Regen. Dieser Übergangsbereich zwischen Rheinland-Pfalz und Brandenburg, gefährliches Glatteis. Und davor gibt es den Schnee. Und diese ganze Schnee- und Glatteiszone, die zieht sich in der Nacht auf den Montag Richtung Süden zurück. Dort also Probleme im Berufsverkehr. Und am Montag im Süden noch weitere Regen- und Schneefälle. Im Norden wird es freundlicher, aber Höchsttemperaturen bis zu 8 Grad.